Gitterschiff abgeschossen. Wenn es die Gefallenen nicht haben, könnten noch Teile übrig sein, die dir ja, benutzen kannst. Und wir... Warte mal auf mich. Und ja. Bei mir kamen in der letzten Zeit leider keine Videos, weil ich Game of Thrones gucken musste. Traurig aber war, ich musste Game of Thrones gucken. Da kann man nichts machen. Ja, ich musste. Ich musste Staffel 2 zu Ende gucken. Staffel 2 war gut. Schöner Cliffhanger. Also ich hab eher sowas mit Schule gerechnet irgendwie, aber nö. Jetzt mit Game of Thrones oder. Hab gerade eine Waffe gefunden. Besser. Ich ja. Mal den Geist rein. Ich hab eine neue Waffe. Sieht genauso aus. Und ein Pulsgewehr. Ja. Jetzt habe ich Lichtlevel von 8. Komplett hinüber. Aber ich kann die letzten Übertragungen rausholen. Wir haben noch unsere Scheißgeister. Die sind noch so hässlich. Alles an meiner Ausrüstung ist hässlich. Wobei ich die Ausrüstung vom Warlock immer am besten finde. Ja. Sie konnten hier einen alten Info-Hub wiederherstellen. Unten in den Tunnel. Obwohl Titan geht auch voll klar. Na gut. Ja, die Grundmission muss man ja mal spielen. Sind zwar ein bisschen langweilig, aber naja. Muss man halt mal machen. Okay, ich habe jetzt gemerkt, so ein Vandale frisst bei mir 3 Ghetto-Fäuste. Oh. Neuen Arm bekommen, zerstöre ich erstmal den alten Glimmer. So gut. Und wer jetzt neu in Destiny ist, ich gebe euch mal einen Karte Tipp. Des gesamten Gebiets. Glimmer braucht man immer. Und weil es sich reimt, stimmt es auch. Ja, unbedingt einen auf jeden Fall. Und für die Leute, die auch neu in Destiny sind, man behält immer seinen Glimmer, seine legendären Marken und sein Silber für alle Charaktere, die man hat. Ich habe zum Beispiel jetzt 4000 Glimmer, aber das habe ich ja nicht alles mit dem Charakter farmt, sondern mit anderen. Ja. Wow, so viel sagen. Ich habe im Moment auch 6600 Glimmer, manchmal aber 5000, 10.000. Aber das überträgt sich halt alles wirklich auf jeden Charakter, den man hat, deswegen. Und ihr seht wahrscheinlich... ihr seht wahrscheinlich jetzt bei den ganzen... Ja, Schnauze. Und ihr seht jetzt wahrscheinlich bei den ganzen Level 40ern YouTubern, dass die schon voll viel Glimmer haben, schon 25.000, aber wir sind halt einfach Noobs in jedem Spiel. Oh, hier ist eine Truhe. Ja, geil. Arme. Mal neue Arme. Oh yeah. Auch mal verbessert. Ich habe jetzt ein Lichtlevel von 10. Sind wir wieder. Scanne nach dem Warp-Antrieb. Ich habe eins von 9. Schlechte Neuigkeiten. Ist schon in gefallenen Händen. Ich habe jetzt noch gerade keine Waffe bekommen. Hoffentlich bist ich du bereit. Den Typ, wenn wir den großen Typen jetzt wahrscheinlich gleich haben, den man ja in der zweiten Folge gesehen hat, bleib auf Abstand. Bleib in diesem kleinen Bereich. Ja, ich weiß. Moment, von wem die zweite Folge? Von mir oder von dir? Bei mir. Also, du hast noch keine zweite Folge hochgeladen, glaube ich. Doch, zu dem Punkt hier schon. Also wenn ihr diese Folge hier seht, wird die noch eine neue Waffe. In den Mauern. Moment, ich muss mal kurz ins Inventar gehen. Hab noch eine neue Waffe bekommen. Eine Handfeuerwaffe. Oh, probiere ich mal aus. Man muss es ja. Ja, ich merke es gerade selbst. Hier, das Impulsgewehr. So. Warum man hier in diesem Bereich bleiben soll, dieser Typ hier kommt zu uns, aber nicht in diesen Raum hier. Der kommt hier rein. Der ist zu groß. Glücklicherweise. Und Schrotflinte drauf verlaufen ist auch nicht schlau, weil der muss nur einmal schlagen. Werfe Granate! Da. Werfe Granate! Oh ja. Obwohl. Gut, der wischt es anders. Aber wir geben ihm ganz schön mit. Eine Granate werf ich. Muss nachladen. Ach, der geht doch gut down. Na gut, wir sind auch zu zweit. Ja. Ich hab den gestern in derselben Zeit nochmal alleine bekommen. Hab ihn. Sehr
mir. Aber er ist auf jeden Fall. Ja, noch einen Gramm bekommen. Auch was Grünes. Ich auch. Ich auch! Du hast gerade einen Archon erledigt. Und wir haben einen Warp-Antrieb. Hier kann man raus. Cool, hier kann man ja echt rein. Ja, aber man kann nicht durch. Was ich schade finde. Das hier ist mein Gebiet, verpiss dich. Ja. Voll die Munitionsverschwendung, denken sich jetzt einige wahrscheinlich. Mhm. Okay. Ja, war ja eine relativ kurze Mission. Ich habe immer weniger Kills als du. Nicht immer. Aha, nice. Mann, ich habe jetzt. Ich habe ohne Witz den Arm bekommen, den ich eben in der goldenen Truhe bekommen habe. Aber ich habe auch ein Sniper-Gewehr bekommen. Meiner hatte 23 Verteidigung. Mein Arm, den ich in der goldenen Truhe gefunden habe. Alles klar. Meiner hat ja, Leute. 19. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch mit der Folge. Wir machen immer. Wir können auch manchmal nur eine Mission in der Folge machen. So wie jetzt vielleicht. Wir können ja noch kurz zum Turm. Manchmal wird auch eine Mission. In mehreren Folgen. Zwei Folgen oder drei Folgen dauern. Von daher. Ja. Ich guck nochmal gerade, wie so ein wenig bin. Ja. Dann kann man direkt wieder schrotten. Eine neue Schrot ohne bessere Schrot gefällt mir. Wie viel Angriff hast du auf der? 17. Und ja, ich habe auf meiner. Ich habe auf beiden Waffen 17. Auf meiner Primär und auf meiner Spezial. Ja. Und neue Handschuhe. Kann ich auch mal zeigen, weil ich habe ja schon mal die ersten vier Missionen, also Prolog und die ersten drei Missionen auf der Erde gemacht. Und wenn es für euch okay ist, das müsst ihr in die Kommentare schreiben. Schreibt einfach nein. Ausrüstung, die ich bekommen habe. Alles klar. Auch benutzen dann. Oh nee, schreibt einfach nein. Schreibt einfach nein, Leute. Das wäre so unfair. Aber dann, eigentlich nicht, weil ich habe die Sachen ja schon gefunden. Deine Community ist sicher gemein. Ich will einen neuen Geist. Man fliegt immer so unglaublich lange. Das nächste Mal cutten wir das einfach weg. Unglaublich. Ja. Hey, ich habe unglaublich gesagt. Wahrscheinlich war es bei dir abgekackt. Wahrscheinlich war es bei dir abgekattet. Ja, Internetverbindung. Ja, das war wieder so. Internetverbindung ist heute nicht so töfte. Ja, und Leute, für die den Kryptarchen nicht kennen, hier kann man sich diese grünen Dinger, sag ich mal, entschlüsseln lassen. Geil, für Level 4 bin ich noch nicht. Hab ich auch. Und der ist sogar eine Verteidigung schlechter als das, was ich jetzt habe. Meins ist, glaube ich, besser. Ja. Ah, nee, meins ist auch schlechter. Ups. Ja. Und ich gehe ja jetzt immer davon aus, dass die Leute, die das Let's Play nicht gucken, das Spiel Destiny nicht so kennen. Weshalb sollten sie sonst bei uns gucken? Nein. Okay, das war jetzt blöd. Aber und dann erklären wir einfach alles. Ich bin heute irgendwie Brain AFK. Und ich zeig jetzt auch mal gerade, was ich hier bekommen habe. Also ich habe hier diese vier Waffen halt eben, die man. Guckt mal, ich habe einen Titanhelm, Level 40. Und ich habe ein Schiff, das ist dasselbe wie ich. Ja. Und dann habe ich hier noch Sachen für Level 4 und Level 6 halt eben, die ich auch bekommen habe. Und ich habe einen Exo-Helm, den du auch hast für den Titan, für Level 40 bekommen. Woher hast du den? Den habe ich mit meinem Level 40er Jäger mal in einem exotischen Helmengramm bekommen. Woher hattest du das exotische Helmengramm? Habe ich bekommen. Wo? Wo kriegt man den? Durch einen Strike, glaube ich, war das. Cool. Ich muss mal Strikes spielen. Ja, ich könnte mir jetzt hier auch so voll die krassen Schiffe nehmen. Oh mein Gott, das Legendäre, das hätte ich jetzt gerne. Aber das darf ich nicht und genauso wenig darf ich mir meine Sparrows holen. Oh, der Standard Sparrow.
Boah, die Internetverbindung ist mega scheiße. Ich verstehe dich gar nicht. Oh, ich verstehe dich super. Na gut, Leute, dann würde ich mal sagen, war's das auch für heute, für die Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Und Let's Play Destiny. Ich bin aus, das ist das aus. Nein, ich bin raus, das ist das aus von Sixen. Ciao. Okay, ciao, Leute. Ich habe nicht so ein krasses Ciao. Tschüssi.